Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal waren wir hier im Haus der Träume unterwegs und haben dabei eine Karte gefunden, die uns nach Tollforce führt. Und da wollen wir jetzt erstmal hingehen. Und wir haben jetzt hier die Mission gegen das Licht. Und diese Art der Mission ist uns ja schon aus der Lichtkampagne bekannt. Da hatten wir gegen die Finsternis. Und das funktioniert eigentlich relativ ähnlich. Deswegen wählen wir das jetzt einfach mal aus und dann gucke ich mir mal an, was ich überhaupt für einen Charakter nehmen möchte. Ich meine, wir haben jetzt auch einen Berserker und die Zauberin und den Goblin. Und vielleicht macht es ja Sinn, mal einen davon zu nehmen. Ich möchte einfach mal den Goblin ausprobieren. So, dann geben wir ihm einfach mal die beste Axt, die er nehmen kann, die Zwergenaxt. Und hier ein Rundschild. Das ist schon ganz gut. Auf jeden Fall eine Rüstung. Und Heiltränke. Zwergenarmbrust. Kann ich mir noch ein paar Bolzen leisten? Ja, 60 Bolzen. Das ist schon gut so. 120 leider nicht, aber das sollte eigentlich reichen. Bekämpfe die ständig stärker werdenden Feinde und deine Reichtümer werden sich mehren. Besiege sie alle und eine noch größere Herausforderung wird auf dich warten. Ja, unsere Mission, vernichte alle Feinde, also sehr einfach. Aber ihr seht schon, die Karte ist ein bisschen größer als das, was wir aus gegen die Finsternis gewohnt sind. Zumindest aus dem ersten gegen die Finsternis. Das zweite war ja auch ein bisschen größer. So, das heißt, wir wissen auch nicht genau, von wo die Gegner kommen können. Und ich kann euch mal verraten, das wird auch zumindest gegen das Licht 3 ziemlich asozial. Weil dann kommen auch wieder Zauberer und ja, ich weiß nicht, ob wir das schon schaffen können. Aber wir werden es einfach mal versuchen. Wir können ja hier glücklicherweise auch keine Goldsäcke oder so einsammeln. Also müssen wir uns nur darauf konzentrieren, alle Gegner aufzuspüren. Ist natürlich fies, dass die sich auch hier in den Häusern verstecken können. Ja komm, Halblingsspeer. Die stellen ja kein wirkliches Problem für uns dar. Hallo? Hallo, Gegner? Also hier ist tatsächlich die größte Herausforderung. Oh, ein Halblingskundschafter. Beziehungsweise nein, das ist ja gar kein S, das ist eher ein Halblingskundschafter laut Spiel. Guck mal, der trifft uns nicht mal. Oder sie, ja, der, die trifft uns nicht mehr. Es ist ja eigentlich eine Frau. Ich habe eine Tür gehört. Ich kann bloß nicht zuordnen, wo diese Tür geknarzt hat. Dum, 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 dum. Hallo? Da. Hallöchen. Oh, Halbling Wächter sogar schon. Okay, die Tür habe ich betätigt. Ich habe gerade gedacht, da kommt noch ein weiterer Gegner, aber hier scheint ja immer nur einer auf einmal zu kommen. Das ist ja wirklich einfach. Kann auch sein, dass die wirklich asozialen Gegner erst beim zweiten gegen die Finsternis kommen. Also so viel sei schon mal verraten. Wir hatten ja auch... Quatsch, beim zweiten gegen das Licht, meine ich. Wir hatten ja auch zweimal gegen die Finsternis. Und dementsprechend wird es hier auch zweimal gegen das Licht geben. Und ich glaube, das zweite gegen das Licht war ziemlich, ziemlich fies. Aber gut, das zweite gegen die Finsternis war ja auch böse. Von daher... Alles kein Problem. Ja, jetzt komm hier, mach mal den Halbwächter fertig. War es das? Nein. Die kommen alle von da hinten, oder? Ich möchte mal ein bisschen mehr hier. Ja, komm, Elfenjägerin. Noch eine. Und ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr mich kommen seht, dann solltet ihr nicht noch weiter Pfeile aufladen, sondern schießen. Ja, Sieg. Du hast alle 6 Feinde bezwungen. Es wurden kein weiteres Gold hinzugefügt. Ach so. Die Plünderung deiner besiegten Gegner bringt dir etwas Gold ein. 100 Goldstücke als Belohnung erhalten. Es wurde eine neue Mission freigeschaltet. Gegen das Licht 2. Sehr schön. Das erste war ja kein Problem. So, jetzt sehen wir mal einen anderen Charakter, würde ich sagen, für Gegen das Licht 2. Probieren wir mal die Zauberin aus. Leichte Rüstung ist in Ordnung. Was für einen Stab nehmen wir denn? Tränen der Fäulnis. Ja, komm. Im Zweifelsfall noch ein Langleuchter dazu. Auf jeden Fall 2 Heiltränke. Und mehr können wir uns nicht leisten. Aber das ist ja immerhin schön, dass wir uns das leisten können. Ja, bekämpfe die ständig stärker werdenden Feinde und deine Reichtümer werden sich mehren. Besiege sie alle und eine noch größere Herausforderung wird auf dich warten. Vernichte alle Feinde, also nichts anderes als gerade eben. Bloß halt in etwas schwerer. Wahrscheinlich werden mich jetzt mehr Leute gleichzeitig angreifen. Boah, die Zauberin sieht aber auch echt nicht hübsch aus, ne? Also ich meine jetzt nicht das Charaktermodell, sondern ich meine den Charakter an sich. Aber gut, sie gehört halt zu den Bösen. Die müssen ja nicht unbedingt hübsch aussehen. Das ist ja so ein Klischee. Ich habe was gehört hier drin.
Nein. Okay. Ich muss mein Mana ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Es könnte sein, dass ich hier doch mit dem Goblin hätte reingehen sollen. Okay, was haben wir da? Sieht aus wie ein Zwergenlehrling. Ich wollte schon sagen, durch den Hammer sah das halt aus wie ein Zwerg. Ich habe mir bloß nicht mehr sicher, ob es Zwerg oder Gnom heißt. Jetzt kommt vielleicht schon ein Wächter. Komm. Triffst mich sowieso nicht. Haha. Dankeschön. So, wo seid ihr? Wer seid ihr vor allem? Oh. Elfenschützin. Vor der muss ich mich schon in Acht nehmen, weil sie Fernkampf hat. Das ist böse gegen die Magierin, gegen die Zauberin. Aua, noch so eine Elfenschützin. Komm her. Ich treffe überhaupt nichts. Ich muss mal zielen lernen. Ein bisschen Zielwasser trinken. Habt ihr welches für mich zufällig? So. Ja? Hallo? Wer ist denn da? Oh, wo bist du denn? Ich sehe doch da einen Mensch. Ein Knappe. Oh oh, oh oh, Elite-Elfenschützen. Aber sie hat einen Bogen, das ist kein Problem. Wir müssen sie einfach töten, bevor sie feuert. So viel dazu. Aber wir haben ja Tränke. Alles kein Problem, alles kein Stress. Noch nicht. Noch so eine. Dass sie auch ausweichen müssen, ist unglaublich. So. Was kommt denn noch? Ich trinke mal noch den letzten Trank. Und sicher ist sicher. Nicht, dass ich auf einmal so eine volle Pfeilladung gegen den Kopf bekomme. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Ein Edelmann. So, so, jetzt schicken die schon Edelmänner in den Kampf. Ist klar. Komm her! Jawohl, sehr schön. Alles kein Problem. Alle neuen Feinde bezwungen, 200 Goldstücke als Belohnung erhalten. Gegen das Licht 3 freigeschaltet. Sehr schön. Alles klar. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal einen anderen Charakter, nämlich wieder die Assassinen. Und rüsten sie mal ein bisschen aus. Ja, leichte Rüstung bleibt, Langbogen bleibt. Pfeile können wir ein paar mehr mitnehmen. 120 Feuerpfeile, 25 Granatpfeile, 60 Distanzpfeile. Wir können Tränke mitnehmen. Boah, können wir uns viel leisten. Nehme ich eine Armbrust mit? Zwergenarmbrust, ach komm. Wobei eigentlich ist es natürlich doof, eine mitzunehmen. Weil wir dann 3 Waffen haben. Es ist nicht so leicht, dann durch die Waffen durchzuwechseln. Aber ach, egal. Ja, Kämpfe, die ständig stärker werden, deine Feinde und deine Reichtümer werden sich mehren. Aber gib Acht, eine äußerst schwierige Herausforderung liegt vor dir. Vernichte alle Feinde. Dann wollen wir mal schauen, was hier für eine Herausforderung vor uns liegt. Wie viele Granatpfeile habe ich eigentlich? Das müsste reichen für jeden Gegner. Schauen wir uns das mal an. Ich habe 25, oder? Und in der letzten Runde waren 9 Gegner, davor waren 6. Ich vermute also, jetzt kommen 12. Das heißt, ich habe für jeden Gegner 2 Granatpfeile plus einen extra Pfeil. Ich würde sagen, das nutzen wir einfach mal. Was haben wir da eigentlich? Halblingsspeer und Zwergen? Zwergen was? Zwergenpionier. Oh, da kommt direkt noch einer. Die sind natürlich ein bisschen stärker. Oh, toll. Jetzt ging er daneben. Aber egal. Nein! Oh, warte mal. Die möchte ich eigentlich jetzt. Da möchte ich jetzt keinen. Was? Wie viel hält die denn bitte aus? Da wollte ich eigentlich keinen Granatpfeil mehr für opfern. Spüre deinen Zorn. Das klingt nach einem Menschen. Ein Ritter oder so. Oh, da ist er. Oh, 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 Magier. Ich brauche einen Heiltrank. Wo? Wo? Da. Komm her. Ein Zauberlehrling. Okay, der ist aber nicht besonders. Hält nicht besonders viel aus. So.
Hallo, Gegner. Ich brauche eigentlich gar keine anderen Pfeile. Ich brauche nur Granatpfeile, dann läuft das. Da haben wir wieder einen Ritter. Okay, der braucht wieder zwei Pfeile, aber der ist ja so groß, da ist es schwer zu verfehlen. Außer der weicht irgendwie im letzten Moment aus, aber... Oh nein. Nein! Ich hab gehört, dass da ein Zauberer ist. Deswegen lass mich mal in Ruhe, Edelmann. Ich möchte nicht, dass du mir den Rücken fällst, während ich gerade gegen den Zauberer ankämpfst. Zumindest meinte irgendwer, er hätte die Macht der Elemente und das passt irgendwie am besten zu einem Zauberer. Da. Zaubermeister, ist klar. Ist klar. Okay. Oh, nein, 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 nein. Weg hier. Der kann durch die Wand durchschießen. Wie unfair ist das denn? Nein! Nicht angreifen. Oh, alter Verwalter, ich habe keine Heiltränke mehr. Oh, verdammt. Oh, verdammt, ich habe nur noch zwei Granatpfeile. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele Gegner ich besiegt habe. Eigentlich müsste nur noch einer da sein. Ja, komm noch her. Was ist das? Oh, ich hoffe, das ist keine Schützin. Komm mal hier rum. Es ist noch ein verdammter Zauberer. Gott sei Dank. Haha. Sniper-Fähigkeiten siegen. Ja, 12 Feinde bezwungen. Das hat genau gepasst mit den Pfeilen. 300 Goldstücke als Belohnung. Phew, okay, das war am Ende ziemlich spannend, ziemlich knapp, zumindest für mich. Aber damit haben wir dann alle drei gegen das Lichtlevel gemeistert, wir haben ein bisschen Gold dazu bekommen. Und damit können wir jetzt wunderbar den Level der Wächter angehen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin, macht's gut.